Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonne tanken. Und im heutigen Video möchte ich über ein Thema sprechen, was für viele Photovoltaikanlagenbesitzer vielleicht gar nicht so klar ist. Vielleicht hast du sogar die Investition getätigt und hast ja auch einen Speicher installiert. Und dann hast du vielleicht aber auch mitbekommen, wenn ein Stromausfall ist, dann sitzt du trotzdem im Dunkeln. Da kann die Sonne scheinen, dein Speicher kann voll sein und trotzdem sitzt du im Dunkeln und hast keinen Strom. Warum das so ist, darauf möchte ich in diesem Video eingehen. Also wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran, denn ich zeige dir auch, welche Lösungen es da gibt. Und wenn dich generell solche Themen ansprechen, dann freue ich mich über ein Abo von dir. Bei Fragen und Rückmeldungen zu diesem Video, dann schreib mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich über den Austausch mit dir und jetzt geht's los. Ja, und worüber ich heute sprechen möchte, da denkt man erstmal, wenn man das hört, Moment mal, man hat eine Solaranlage installiert, man hat die Module auf dem Dach und man hat vielleicht sogar einen Speicher noch im Haus installiert und hat trotzdem bei Stromausfall keinen Strom. Warum ist das so? Ja, darauf möchte ich in diesem Video eingehen. Woran liegt das? Das ist eigentlich technisch relativ einfach erstmal zu erklären. Und zwar runtergebrochen ist es so, dass dein Haus einen Netzanschluss hat und diesen Netzanschluss auch braucht, um die Geräte zu versorgen. Das heißt, das Haus ist nicht in der Lage, ein selbstständiges Netz aufzubauen, was auch inselfähig ist, so sagt man, also was vom Netz losgelöst funktioniert. Und um das hinzukriegen und um Notstrom bzw. Ersatzstrom für deinen Haushalt zu erzeugen, ein Netz aufzubauen, das möchte ich dir jetzt in diesem Video erklären. Ich gehe darauf ein, was Notstrom ist, was Ersatzstrom ist, und zeige einige Beispiele, also Hersteller, die da Lösungen entwickelt haben. Darauf möchte ich eingehen, was da wichtig ist, denn es ist ganz klar, dass jeder auch unterschiedliche Bedürfnisse hat. Also für den einen braucht es mehr Leistung im Haus, für den anderen mit anderen Verbrauchern muss es vielleicht ein bisschen mehr Leistung sein. Und da möchte ich einen Blick drauf werfen. Und das machen wir jetzt mal Schritt für Schritt. Ich gehe jetzt als erstes darauf ein, was ist Ersatzstrom, was ist Notstrom. Unter Notstrom wird erstmal verstanden, dass eine Steckdose zum Beispiel direkt am Wechselrichter oder aber auch im Haushalt mit Notstrom versorgt wird. Das heißt 230 Volt und 16 Ampere. Einphasige Versorgung, sodass man einen Laptop laden kann oder vielleicht auch ein Handy aufladen kann. Aber das reicht halt nicht für größere Verbraucher. Und das ist wirklich eine Notstromfunktion. Und das haben mittlerweile relativ viele Anbieter. Zum Beispiel Kostal hat das. Das gibt es bei Fronius und das bietet SMA. Also da gibt es verschiedene Hersteller von Wechselrichtern, die das anbieten, diese Notstromfunktion direkt am Wechselrichter oder irgendwo eine Dose im Haus zu installieren für den Notstrom. Jetzt ist klar, was Notstrom ist, aber was heißt jetzt Ersatzstrom? Ersatzstrom bedeutet, das Haus wird vom Netz getrennt und komplett autark versorgt. Das heißt, um das hinzukriegen, braucht man Geräte, die in der Lage sind, das Haus vom Netz zu trennen. Und das machen dann entweder die Wechselrichter oder es gibt extra Systeme von Herstellern. Das sind kleine Boxen zum Beispiel, die dann installiert werden. Zum Beispiel die Sonnenprotect 4000 oder Sonnenprotect 8000, die das dann als extra Gerät machen. Und da geht es darum, dass das Haus vom Netzstrom, wie gesagt, getrennt wird und ein eigenes Netz aufgebaut wird und auch selbstständig funktioniert. Und da gibt es auch noch mal ein paar Unterschiede. Da möchte ich jetzt gleich auf die Leistung eingehen. Und dann gibt es Schwarzstartfähigkeit. Was ist das eigentlich? Auch darauf möchte ich eingehen und das hier so ein bisschen aufdröseln. Ich möchte jetzt also noch mal ein bisschen genauer auf den Ersatzstrom eingehen. Da gibt es auch verschiedene Hersteller, die das anbieten. Das sind dann zum Beispiel Fronius mit dem Gen 24. Den blende ich hier auch gleich mal ein. Die Datenblätter übrigens lade ich hier unten in die Beschreibung rein. Guckt gerne danach, wenn es euch interessiert. Mit dem Fronius Gen 24 kann man eine Full-Backup-Lösung installieren. Das heißt, im Zusammenspiel mit einem Speicher und der Photovoltaikanlage kann hier ein Netz aufgebaut werden, was das Haus dann selbstständig versorgt. Und da gibt es aber auch andere Hersteller, wie zum Beispiel SMA mit dem Sunny Boy Storage. Das ist ein Batteriewechselrichter, der das auch kann. Der funktioniert so, dass da eine kleine Mini-Batterie noch in dem Wechselrichter verbaut ist, die dann schwarzstartfähig ist. Das ist übrigens etwas, worauf man auch achten sollte. Denn in dem Fall, dass das Netz ausfällt, also Stromausfall ist,
und das Ersatznetz aufgebaut wird, Ersatzstrom bereitgestellt wird von deiner Anlage und dein Speicher leer ist, wirklich keine Leistung mehr vom Dach kommt, dann hast du ein Problem, wenn deine Anlage nicht schwarzstartfähig ist. Das bedeutet, dass die Anlage, wenn wieder die Sonne scheint am nächsten Tag, auch wieder starten kann. Das können nicht alle Anlagen. Achte da also drauf, lass dich gut beraten, dass deine Anlage dann auch schwarzstartfähig ist. SMA zum Beispiel hat da eine kleine Mini-Batterie sowie eine Starterbatterie verbaut, die dann dafür sorgt, dass die Systeme wieder hochgefahren werden können, sobald Leistung verfügbar ist. Andere Hersteller reservieren in ihrer Batterie eine gewisse Kapazität für den Schwarzstart, damit das dann möglich ist. Und das solltest du unbedingt im Blick haben. Weitere Geräte gibt es auch von Kostal. Auch E3DC bietet Notstrom- bzw. ersatzstromfähige Geräte an. Und Sonnen bietet mit der Sonnenprotect 8000 und Sonnenprotect 4000 unterschiedliche Geräte an, die auch mit der Batterie zusammen dann ein Netz selbstständig aufbauen können und diese Inselfähigkeit also auch gewährleisten. Jetzt möchte ich nochmal auf die unterschiedlichen Geräte im Haushalt eingehen und die Ansprüche dann auch an die Ersatzstromlösung. Denn zum Beispiel eine Wärmepumpe hat einen relativ hohen Anlaufstrom. Das bedeutet, dass dort auf allen drei Phasen dann auch relativ viel Ampere geliefert werden müssen. Das schwankt so zwischen 20 und 50 Ampere pro Phase. Und das muss das Ersatzstromgerät dann auch liefern können, damit es da nicht zu Problemen in deiner Haustechnik kommt, also die Sicherung zum Beispiel rausfliegt. Du solltest also schauen, was habe ich für Verbraucher und was möchte ich im Notfall also dann auch noch mit meinem eigenen Hausstrom, mit meinem Ersatzstrom versorgen können und dementsprechend dann auch deine Geräte auswählen. Da möchte ich noch mal kurz sagen, dass es da Unterschiede gibt bei den einzelnen Herstellern, ob einphasig oder dreiphasig. Da guck bitte genau hin. Ich weiß, dass es bei der Sonnenprotect 8000 dreiphasig ist und bis zu 8 kW geliefert werden können. Währenddessen zum Beispiel die Sonnenprotect 4000 einphasig ist und 4 kW Ausgangsleistung hat. Ich hoffe, dieses Video hat dir kurz und knapp erklären können, was die Unterschiede sind zwischen Ersatzstrom und Notstrom und warum es eigentlich echt wichtig ist, wenn man das haben möchte, dass man da vorher sich die Gedanken zu macht. Natürlich kann man auch Geräte nachrüsten, aber meistens ist das nochmal mit extra Kosten verbunden, weil der Elektriker nochmal kommen muss etc. Da sind viele Verdrahtungen dann doch nochmal nötig, um ein eigenes inselfähiges System aufzubauen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man das in der Planung berücksichtigt, denn ich lese das immer wieder auch in Kommentaren. Ja, ich habe jetzt ganz viel Geld ausgegeben und jetzt am Ende stelle ich fest, dass meine Anlage keinen Strom produziert, wenn ein Netzausfall da ist. Und das ist ja auch erstmal, wenn man das hört, ein bisschen verrückt, aber es liegt halt an den Gründen, die ich hier schon genannt habe. Und hoffentlich weißt du jetzt ein bisschen besser, woran es liegt, worauf du achten kannst. Und wenn dir das geholfen hat, dann freue ich mich, wenn du mir hier ein Abo dalässt und einen Daumen fürs Video gibst. Ansonsten, wenn Fragen offen geblieben sind, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich antworte zeitnah. Alles Gute dir bei der Planung oder einfach alles Gute beim Betreiben deiner Anlage.